Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinadventskalender.de. In dem heutigen Video unboxen wir für euch den Do-It-Yourself-Adventskalender von Catrice. Im Handel erhält man ihn für 34,95 € und den Link dazu haben wir euch natürlich in die Infobox gepackt. Die Schachtel ist von außen ja wirklich sehr schön gestaltet, doch hierauf kommt es gar nicht an, sondern mehr auf den Inhalt, der hier aufgelistet ist. Und von Catrice gibt es auch nochmal so eine vorgegebene Reihenfolge. Genau, finde ich auch ganz gut, dass das da nochmal drauf ist, weil nicht jeder Kalender gleich ist von Catrice, soweit wir das wissen. Und ja, so kann man nochmal checken vor dem Kauf, damit man auch nicht enttäuscht wird. Machen wir die Box gleich mal auf. Das hier sind die Faltschachteln, mit denen man die Päckchen dann macht. Passend dazu noch eine Anleitung. Und hier natürlich die Sticker, die man letztendlich auf die einzelnen Pakete klebt. So sehen die Päckchen dann aus, wenn sie fertig sind. Das war wirklich kinderleicht, finde es auch total gut gemacht, sehr modern und passend für einen Beauty-Kalender. Fangen wir gleich mit dem Produkt für Türchen Nummer 1 an. Das ist der Glow Gloss, ein glitzernder, transparenter Lipgloss. Und zwar ist das eine Limited Edition extra für diesen Adventskalender. Für die 2 und die 3 gibt es jeweils einen Nagellack aus der Spectra Light Serie. Und zwar ist das einmal die Nummer 3, Irregular Galaxies. Der wechselt die Farbe und schimmert so lila-bläulich. Dann für Päckchen Nummer 3 noch ist es die Nummer 5. Und zwar mit so einem Holo Duochrom-Effekt. Der glitzert einfach nur schön silber, wie ihr sehen könnt. Als nächstes gibt es diese tolle Brow-Palette. Und zwar ist das die Matte & Glow. Das hier zum einen rechts so ein Wachs. Das kann man mit dem Pinsel da unten auftragen und die Augenbrauen so in Form bringen. Und danach kann man die Augenbrauen entweder mit dem linken Puder mattieren oder so einen lichtreflektierenden Effekt mit dem rechten zaubern. Ich finde das ja ganz cool. Als nächstes für Türchen Nummer 5 haben wir einen Liquid Luminizer Strobing Pen. Das ist einfach ein ganz normaler Highlighter-Pinselstift, der so einen seidig champagnerfarbenen Schimmer auf Wangen oder Brauenbogen zaubern soll. Finde ich auch schön. Zum Nikolaus gibt es ein Healthy Look mattierendes Puder. Das finde ich auch toll, da sich das wirklich super allen Hauttönen anpasst und man da schnell mal das Make-up mit auffrischen kann. Für das 7. Päckchen gibt es The Ultimate Chrome Collection. Und zwar ist das so eine Lidschattenpalette mit neuen, ja, sehr schönen Highlighterfarben. Auch hier schimmert und glittert es in der 8 mit dem feinen Powder Highlighter für Gesicht und Körper. Das ist gut, kann man auch immer super gebrauchen oder auch verschenken. In der 9 gibt es einen Puderpinsel und zwar sogar aus einer Limited DIY Adventskalender Edition. Ist auch super, kann man immer gut gebrauchen. In der 10 und auch der 11 warten jeweils Lippenstifte aus der Prisma Chrome Collection. Einmal ist es dieser hier, der heißt Mystical Mermaid. Wow, der ist sehr dunkel. Schimmert ganz toll. Und dann noch den Rusty Rose. Dieser sieht so aus. Ja, und sieht wirklich nach rostiger Rose aus. Da ist der Name gut getroffen. Jetzt wird's rockig mit dem Rock Couture Vinyl Black Liquid Liner. Und zwar ist das ein langanhaltender Eyeliner mit einer sehr, sehr feinen Spitze, wie man hier sehen kann. Kommen wir zum nächsten und zwar ist das fast das größte aller Produkte. Das ist nochmal eine Highlighter-Palette, die heißt Light in a Box. Und hier drin sind diese 4 Highlighter-Farben und das transluzente Glitzerpuder. In der 14 und auch der 15 kommen laut Catrice jeweils ein Peel-off Glam-Nagellack. Einmal die Nummer 2 mit diesem Silberglitzer und einmal die 3 mit dem goldenen Glitzer. Ja, das Besondere an denen ist auf jeden Fall, dass man die hinterher ohne Nagellackentferner einfach runterziehen kann. Schöne Farben zu Weihnachten. Auch für die 16 und 17 sind diese 2 Nagellacke hier drin. Einmal dieser hier in einem Cremeton aus der Ico Nails Reihe. Die haben ein sehr schönes Gel-Finish und halten ja bis zu 7 Tage sogar ohne Überlack. Und dann noch aus der Brown Collection mit einem leichten Schimmereffekt. Als nächstes ist dieser Ombre Lippenstift mit dabei und zwar ist das ein Lippenstift mit 2 Rottönen. Ja, soweit ich weiß, gibt es den aber gar nicht mehr zu kaufen.
Für die 19 gibt es nochmal einen Lippenstift aus der Ultimate Color Reihe. Das ist der Ton 450. Legend Berry heißt der. Sehr schön, finde ich. Ist also ein super Klassiker. Außerdem warten diese Galactic Highlighter Drops nur darauf, schnell eingepackt zu werden. Die macht man ebenfalls auf die Wangen und unter den Augenbrauenbogen, um ja, so einen zarten Rosé-Schimmer zu zaubern. Für die 21 ist dieser Insta2Go Blur Stick vorgesehen. Das ist ein ganz cooler Weichzeichner für die Handtasche. Damit kann man dann immer mal das Make-up auffrischen und kleine Unebenheiten ausgleichen. Finde ich recht cool. So, diese falschen Wimpern aus der Limited Advent Calendar Edition kann man sogar mehrfach verwenden. Und der Kleber ist natürlich hier unten auch mit dabei. Für das vorletzte Türchen gibt es diese Light Spectrum Strobing Brick Highlighter Palette. Das sind wieder andere Farben zum Highlighten. Und auch in der 24 gibt es eine Highlighter Palette, und zwar die Glodos Co Palette. Diesmal mit 5 verschiedenen Farben für einen perfekten Schimmer auf Wangen, Schläfen, ja, oder Dekolleté. Das war's von diesem Do-It-Yourself Catrice Adventskalender. Insgesamt fand ich die Produkte echt super und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung. Schade fand ich trotzdem, dass wirklich so viele Nagellacke dabei waren, 6 insgesamt und 7 verschiedene Highlighter. Das hätte man ein bisschen besser durchmixen können. In der Infobox findet ihr den Link zu diesem Kalender und auch zu weiteren Unboxing-Videos. Bis zum nächsten Mal auf meinadventskalender.de.